Hallo und willkommen zurück zu From the Depths. Hier ist Evil Grin mit Malus Ex Machina und wir bauen unser nächstes kleines Boot für unsere Flotte. Beim letzten Mal haben wir ein Patrouillenboot gebaut. Dieses Mal werden wir etwas nicht viel Größeres bauen, aber trotzdem etwas Besonderes, bei dem ich euch dann auch direkt ein paar neue Kniffe zeigen kann, nämlich ein U-Boot. Zum einen, U-Boote sind relativ einfach zu bauen, wenn man diese Kniffe beherrscht, die man dafür braucht. Und als zweites, sie sind ein bisschen unfair, weil unter Wasser ist man doch recht schwer zu treffen. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich ja schon angekündigt, Rumpfbau werde ich etwas beschleunigen, aber die grundlegenden Komponenten, gerade ein kleines Hilfsbrückchen bauen hier, die grundlegenden Komponenten machen wir aber trotzdem zusammen. Und diesmal möchte ich einen etwas größeren Boiler verwenden. Na, nicht so viel größer, aber groß genug. Dann brauchen wir ein kleines Stück Rohr. Habe ich noch nie benutzt. Probieren wir es mal aus. Vielleicht ein Generator, groß. Okay, der verbrennt alles. Yeah. Stellen wir den ersten. Verbrennt 0, okay. 1 drehen, verbrennt er 0,01. Okay. Da wir aber versuchen, möglichst sparsam zu sein. Ich stelle mich ja auch dumm an. Der Generator alleine bewegt hier natürlich noch nichts. Muss natürlich auch eine Turbine vor. Hier haben wir leider keine vorgefertigte Turbine, aber es sollte reichen. Ich klemme das Ding nochmal hier dran. Es braucht eine Verbindung zu diesem Rohr, deswegen machen wir das jetzt später. Ressourcen, Batterien.
brauchen wir einen Motor. Und haben damit potenziell 720 Watt plus eine durchaus beachtliche Menge Energie, die dieser kein Materie verbrauchender Dampfgenerator hier für uns produziert. Sehr schön. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen U-Boot-förmig aus. 2300, sind wir noch immer gut dabei. Wir sind insgesamt bei 311 Energie, das sollte reichen. Na, hätte ich besser mal das Dach noch nicht drauf gesetzt, aber ist ja nur ein kleiner Teil. Gut, jetzt bräuchte ich nur noch das Mittelteil austauschen. Gut, da das Ding noch nicht schwimmen muss, ist es auch egal, dass wir gerade ein bisschen Dampf verlieren. Ich sollte für sowas wirklich Bin mal interessiert, ob das funktioniert. Ist wirklich das erste Mal. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus für einen Rumpf. Nicht perfekt, aber gut. Und das reicht. Erstmal. Und ich muss zugeben, es sieht besser aus als das, was ich bisher produziert habe an U-Boot-Rümpfen. Deswegen bin ich zufrieden. Okay, bevor wir am Design weitermachen, machen wir erstmal dicht. Na, kommst du wohl her? Gut. Das ist unser Antriebsteil. Bei wie vielen Kosten sind wir? Ach, haben wir so gut wie gar nichts ausgegeben. Und wir haben noch reichlich Platz. Zusätzlich dazu haben wir die experimentellen Dampfantriebe. Bin mal gespannt. Habe ich, wie gesagt, noch nie ausprobiert. Thank you.
Ja, in so einem U-Boot ist der Raum natürlich begrenzt. Da muss man ein bisschen, naja, Kompromisse schließen, ne? Gut. Das ist schon mal. Das ist auch ein bisschen größer geworden, als ich erwartet habe, aber da wir ja so viel Geld quasi über haben, so, das wird auf jeden Fall unser erstes Munitionskompartment. Und durch die Panzerung sollte eigentlich selbst bei einem direkten Treffer verhindert werden können, dass irgendwas anderes im Schiff in Mitleidenschaft gezogen wird. Ganz garantieren kann man das nie, aber... Das ist meiner Meinung nach ausreichend. Was wir jetzt auf jeden Fall noch einbauen müssen, bevor ich das nämlich am Ende vergesse, ist eine Möglichkeit für uns im Zweifelsfall selber die Kontrolle zu übernehmen. Und wer würde sich nicht mit einigen Tonnen Sprengstoff im Rücken total sicher fühlen? Feuerkontrolle und das sind fortgeschrittene Kontrollcomputer, die ich hier gerade einbaue. Die erkläre ich, sobald wir sie verwenden. Vorerst reicht es, dass ich sie erwähne. Und für die Torpedos verwenden wir mittelgroße Raketensegmente. Habe ich noch einen nach vorne? Könnte ich eigentlich mal die Front ein bisschen schöner gestalten. Nur eine kleine Idee. Wir ändern ein Detail um und haben damit automatisch längere Startrampen. Na, ich weiß, wo das Problem liegt. Der Missile Controller hat manchmal sehr komische Anschlussstellen. Funktioniert. Liegen Torpedos drin, jetzt funktioniert alles.
Sieht sehr gut aus. Über diese roten Flecken hier müssen wir uns keine Sorgen machen, denn die zählen für den Widerstand nicht. Die gehören nämlich zu den Blöcken, die offiziell nach oben und unten gerichtet sind. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend, aber tatsächlich ist unser Boot schön stromlinienförmig, wie es sein müsste. Und das sollte genügend Kraft sein, um die Raketen aus dem Wasser zu katapultieren, egal wie tief wir sitzen. Im Übrigen, Raketen kommen mit Wasser verhältnismäßig gut klar. Mal abgesehen davon, dass sie unter Wasser nicht funktionieren, sondern nur nach oben treiben. Nur wenn man den ganzen Prozess natürlich beschleunigen kann, was hält uns davon ab? Wird ein bisschen teurer, als ich eigentlich anvisiert hatte, aber das ist akzeptabel. Ist immer noch total im Rahmen. Effektiv kann ich mir also die Fenster sparen, weil es gibt eh nichts zu sehen. Leider. Teurer als geplant, aber in einem akzeptablen Rahmen. Also es leistet mehr, als ich eigentlich vorhatte, und dafür, was es leistet, ist das genug. Schon extrem, wenn man bedenkt, dass die Waffensysteme im Endeffekt nur in diesem vorderen Teil hier enthalten sind und der ganze Rest ist Munition und Antrieb. Auf der anderen Seite, in einem echten U-Boot ist das auch nicht viel anders. Müssen wir jetzt natürlich noch gucken, dass wir ein paar Sensoren hier reinbekommen. Schön, theoretisch haben wir noch unten ein bisschen Platz. Ja, um in so eine Stelle dann nachher noch die Einzelbauteile reinzufriemeln, wäre natürlich eigentlich günstiger gewesen, wenn ich mir den Platz gelassen hätte, aber ich mache das immer zuletzt. Weil erst wenn das restliche Boot fertig ist, weiß ich, wie viel Platz ich überhaupt noch zur Verfügung habe. So. Ist auf jeden Fall schon mal einer vorne. Und da dieses Ding hier sowieso permanent unter Wasser sitzen wird, kriegt es Sonar. So, die können auf Standard bleiben und diese hier. Kriegen jetzt eine spezielle Einstellung.
Doch, ist richtig so. Und zwar benutzen wir die für die Höhenregelung unseres U-Bootes. Und dafür kommen diese Tastenkontrollen im Endeffekt gleich zum Tragen. Einmal kontrollieren, dass die drinstehen, weil dafür sind jetzt diese Spezialcomputer nämlich da, die ich eben noch mit eingebaut habe. Denen werden wir nämlich sagen, wenn die, wenn eine gewisse Höhe erreicht ist, drücke hoch, wenn eine andere Höhe, eine Höhe unterschritten wird, drücke runter und vermeide es, auf den Boden aufzuprallen. Damit wir aber nicht unseren kompletten Dampf verbrauchen, limitiere ich jetzt diese Dampfstrahlantriebe auf 25%. Es scheint sowieso keinen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit zu haben. Dann stellen wir sie doch einfach mal aus. Ja, das war so nicht beabsichtigt. Also, sie scheinen keinen relevanten... Hoppla. Das war das Charakterfenster. Das ist eher für die Kampagne relevant. Aber soweit bewegt es sich wie ein U-Boot. Es wendet. Ich kann es so rollen lassen und es rollt wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder zurück. Gut. So, jetzt stellen wir die Advanced Computer Blocks ein. Und zwar ist das hier so eine Wenn-Dann-Geschichte. Es ist prinzipiell recht einfach. Was wir für unser U-Boot wollen, ist Fahrzeugattribut Höhe. Wenn unser U-Boot ich wollte was anderes ausprobieren. Wenn Höhe über Terrain Wie wollte ich das nochmal machen? Nee, ich glaube, bei dem U-Boot machen wir es klassisch. Bei Höhe bis minus 50 bis 1000 Meter über dem Meeresspiegel, was das Boot nicht erreichen wird, soll dieser Computer selbsttätig die Taste L, also nach unten bewegen, aktivieren. Und wir sehen, das U-Boot sinkt langsam.
Aber ehrlich gesagt langsamer, als mir das lieb wäre. Prinzipiell funktioniert es, aber bei der Geschwindigkeit dauert das einfach im Notfall, nämlich wenn ein Gegner auf uns schießt, zu lange, bis das U-Boot unter Wasser ist. So, das U-Boot jetzt wieder ins Wasser lasse. Sinkt es zwar, weigert sich aber horizontal zu bleiben. Was wahrscheinlich daran liegt, dass diese Schrauben zu nah aneinander liegen. Hier ist der Teil, an dem man feintunen muss. Ich weiß, dass dieses Prinzip, das ich hier verwende, funktioniert. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie verteile ich die Kräfte dieses Systems so, dass es funktioniert. Nächster Versuch. Aha. Und jetzt bewegt es sich wunderbar, genauso wie es sollte. Und mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. Jetzt muss ich es nur ganz schnell aus dem Wasser holen, weil Kleinigkeit. Ich habe dem Spiel natürlich nicht gesagt, dass es das Ganze wieder umdrehen soll, wenn wir eine gewisse Tiefe erreicht haben. Und das müssen wir auch ein bisschen auf Priorität stellen, damit wir eben nicht auf den Meeresboden knallen. Schreibe ich es lieber von Hand rein. Zwischen 51 und minus unendlich aktiviere, ich glaube, Taste 9. Oh, genau. Und wir haben hier noch einen, nee, das ist der Feuerkontrollcomputer. Und einen dritten. Und den benutzen wir jetzt, eine Sicherungsschaltung. Und zwar über dem Boden mehr als 30 Meter, höchste Priorität. Auch O. Und den stellen wir ein bisschen runter. Durch diese Prioritäten ist geregelt, in welchem Fall welcher Block Vorrang hat. Da ist.
Ach, da, deswegen das Problem, weil Caps Lock aktiviert war. Gut, ich glaube, jetzt habe ich's. Diese Teile sind tatsächlich etwas komplizierter. Im Workshop gibt es ein S1 U-Boot. Das lade ich gleich mal rein und zeige euch das. So, jetzt hängen wir aus irgendeinem Grund bei 9 Metern. 10 Meter. Warum ist der jetzt wieder zurück? Minus 50, minus 51 und gut. Man muss mit den Einstellungen immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die sich gegenseitig widersprechen, hat man schnell mal gerne ein Problem. Aber so taucht das U-Boot jetzt so schnell auf eine angemessene Tiefe runter, dass es von anderen Schiffen nur schwer zu treffen ist. Und wir halten automatisch auch genügend Abstand zum Meeresboden. So. Tatsache ist, so tief unter Wasser können wir das Boot aus einiger Entfernung schon gar nicht mehr sehen. Leider, und dafür habe ich auch noch keine bessere Lösung gefunden, wubbelt das Boot wie alle anderen auch im Automatikmodus immer ein bisschen nach links und rechts. Aber das ist normal. Diesem Boot möchten wir jetzt aber noch eine zusätzliche Manipulation, sage ich schon, Verhaltensweise eintrichtern. Und zwar ein schönes Symbol dafür, irgendwas, was relativ klar ist, damit ich es auch wieder erkenne, wenn ich es verwenden will. Im Zweifelsfall nehmen wir das, nämlich richte den Bug auf das Ziel und halte Abstand. Abstand 1000 ist okay. Kampfhöhe allerdings sollte bei minus 50 liegen, damit das Boot nicht selbsttätig auf die Idee kommt, aufzutauchen, um ja, auf 200 Meter Höhe zu kommen. Hier müssen wir jetzt auch ein paar Änderungen einstellen, damit die Wegfindungsroutinen nicht total durchdrehen. So, maximale Höhe. Wenn diese hier nämlich auf 0 steht, dann sagt das Spiel der KI, wenn wir einen Wegpunkt festsetzen, dass der Wegpunkt bei Höhe 0 liegt und das Boot versucht dann aufzutauchen. Ein wenig problematisch. Und weil so ein U-Boot relativ empfindlich ist gegen irgendwas knallen, sollten wir die Wassertiefe, die generell auch ein bisschen höher sein sollte, entsprechend einstellen. Mit den Einstellungen wird das U-Boot unter normalen Umständen
nicht in Gewässer fahren, die weniger als 50 Meter Wassertiefe haben und die 50 Meter Wassertiefe haben, dort wird das U-Boot auf 20 Meter Tiefe hochtauchen. Hoffe ich. So. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir unser schönes kleines Boot benennen. EGS, Evil Grin Shipyards, wie immer. U und Cthulhu-Mythos-Namen gehen immer. So. Außerdem passt das in dem Fall ganz gut. Dann 25.000, das ist nicht, also das ist machbar. Name ist drin. Übrigens, hier in dem Fenster kann man sich auch zum Beispiel so Sachen ansehen, wie ist das Energiemanagement, das Hitzemanagement. Gibt es andere... Einstellungsdetails, aber fürs Erste bin ich damit so zufrieden. Und seine Kampfleistung sollte auch angemessen sein, da bin ich relativ sicher. Dann kommt jetzt der fast wichtigste Teil. Streichen das Boot an. Als Farbmuster habe ich mich entschieden, da ihr es ja noch nicht gesehen habt, erkläre ich es eben, dass wir Militärgrau mit einem Rumpf, also bei Normalschiffen in Rot, wie es bei normalen Militärschiffen der Fall ist, verwenden, mit Akzentuierungen in Ach Mist, der hat auf die normalen Farben zurückgestellt, das muss ich ganz kurz Hauptfarbe. Und 60% Grau. Sekundärfarbe. Rot. Achso, kleines Detail, nicht so glänzend. Dann für Trim hatte ich mir ein sehr dunkles Grau mit ein bisschen glänzend ausgesucht. Und Detail nehme ich normalerweise für Fensterscheiben und solche Sachen. Nehme ich ein dunkles Rot. So. Okay. Zweiter Versuch, das Ganze anzumalen. Ah, sieht ganz gut aus. Ich habe vorher mal versucht, alles in wirklich matt tiefschwarz anzumalen. Das hat den Nachteil, dass man nachher wirklich nichts mehr sieht. Und wenn man dann irgendwas umbauen will oder was ändern will an Kleinigkeiten, ist man relativ hilflos. Man sieht nichts mehr. Aber ich finde, der Farbton passt generell zum einen zu U-Booten und zum anderen natürlich zur Marine. Großer Bonuspunkt. Es braucht eine gewisse Zeit, um auf Tiefe zu kommen. Aber gegen, das Gröbste an Oberflächenraketen sollten wir eigentlich keine Probleme bekommen. Ein direkter Glückstreffer ist so oder so unser Untergang.
Aber nur mal, dass wir noch ein bisschen in Bewegung kommen für einen schönen Screenshot. Denn das Spiel zeigt Screenshots, wie ihr hier sehen könnt, dann im Ladebildschirm mit an. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Das Boot dreht jetzt alleine seine Runden. Und jetzt ist es natürlich Zeit für den lustigen Teil. Und in diesem Fall weiß ich schon, dass wir einen kleinen Vorteil haben. Denn die Corsair mit all ihren schönen Raketen, jetzt gebe ich der KI mal das Kommando. Habe ich tatsächlich den falschen Block hier eingebaut? Das ist ein schöner Fehler. Den hatte ich auch noch nicht. Was ich gemacht habe, ich habe den KI-Connector statt dem Waffenkontrollblock verwendet. So. Guck mal, da schießt einer. Okay, das ist jetzt so ein bisschen notdürftig, aber es funktioniert. Ah, und jetzt ist der Spaß leider schon fast vorbei. Die Torpedos alleine haben schon adäquaten Schaden angerichtet. Und dieses furchtbare kleine Schiff konnte uns keinen Kratzer zufügen. Holen wir uns einfach noch eins. Da. Dann können wir den Schaden etwas genauer beobachten. Okay, abgesehen von diesem kleinen Fehler, der mir im Übrigen, naja, noch nicht so passiert ist, haben wir auf Anhieb ein nettes kleines Boot. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie viel ich in der Nachbearbeitung rausschneide. Die nächsten Torpedos. Ah, wie schön die Blöcke fliegen. Da geht eins der Geschütztürme. Das Schiff selber hat übrigens Anti-Infrarot-Flares. Das Problem ist, wir schießen ja mit radargelenkten Raketen. Das hilft also nicht. Also wenn die Raketen es nicht schaffen, dann werden die Torpedos es. Ich wollte gerade sagen Blindgänger, aber glücklicherweise sind unsere Torpedos etwas klüger, die versuchen dann trotzdem noch zu treffen. Wir sind munitionsmäßig ein bisschen am Ende, also längere Kämpfe sind ein bisschen erschöpfend. Version 2.0 wird definitiv größere Munitionskapazität bekommen, aber fürs Erste... Doch bin ich sehr zufrieden damit. Zweite Boot in der Reihe, das auf Anhieb mit der Corsair klarkommt. Das ist gut.
Zugegeben, es ist trotzdem ein relativ gut gepanzertes und hartes Ziel, aber ja. Sehr schön. Dann kursieren wir jetzt nochmal für ein neues Spionagefoto. Und dann würde ich sagen, speichern. Dann schauen wir mal, was wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Ich würde sagen, wir probieren auf jeden Fall ein etwas größeres Patrouillenboot mit zumindest Geschützen. Vielleicht sogar eine Korvette. Muss ich gucken, ob wir tatsächlich über 60 Meter Länge gehen. Meistens werden die Schiffe dann nämlich extrem teuer, aber das sollten wir hinkriegen. Mit dem sind wir ja auch relativ gut kostenmäßig gefahren. Die Luken mal wieder. Huh? Okay, offensichtlich habe ich hier einen kleinen kleinen Baufehler begangen. Das korrigiere ich jetzt aber noch schnell. Und habe wahrscheinlich irgendwo den Verbindungsblock eben bei der Notkorrektur rausgerupft. Aha. Na ja, gut, die Stelle wird eh nie getroffen. Obwohl, können das Problem auch anders lösen, indem wir einfach den ein bisschen umsetzen. So. Kleine Probleme werden sofort repariert. Dann sage ich schon mal danke fürs mit dabei sein. Ich hoffe, euch gefallen diese Bauvideos. Mir macht es nämlich eine unglaubliche Menge Spaß, diese Dinger hier zu bauen. Dann fahren wir direkt mal um. Zack. Es ist wieder einsatzbereit und diesmal vollständig. Lass es dann eben noch auf die volle Tiefe tauchen, speichere es dann nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao!